Aber wenn ich jetzt Hallo liebe Freunde, wir befinden uns hier bei der Dame des Hauses im Haus, im privaten Haus von Anja Heidenheim, heißt mein Name, ja. Liebe Anja, du hast ja ein sehr schönes Projekt gemacht bezüglich der Kunst, die sich außen auf deinem Haus befindet. Wie ist es dazu gekommen und wer hat die Idee gehabt? Vielleicht erzählst du mal ein bisschen dazu. Ja, also im Grunde genommen wohne ich hier seit 3 Jahren und es war von Anfang an eigentlich klar, dass das hier ein Haus auch für Kunst und für Künstler sein soll. Das heißt, wir haben im letzten Jahr hier schon eine ganz tolle Ausstellung gehabt mit der Künstlergruppe 21 Monkeys. Wir haben hier am Südgang teilgenommen mit 4 Künstlern. Und ja, dann hatten wir große Pläne für dieses Jahr. Und wir konnten sie einfach aufgrund der Corona-Krise nicht umsetzen. Und dann habe ich festgestellt, wir haben hier 80 Meter Hausfassade, Holzzaun, Holzfassade. Okay. Wir können was machen. Und dann wegen der Auflagen der Landesregierung, von wegen Abstand und so weiter, man darf auch nicht in inneren Räumen, das ja jetzt so, war so angesagt. Hast du dir gedacht, dass man dann auch Kunst trotzdem zeigen kann und dann nach draußen geht, mehr oder weniger? Und bist jetzt vorgeprescht mit dem Projekt verschiedener Künstler. Vielleicht sagst du was dazu ganz kurz? Ja, im Grunde genommen sind das Künstler, die ich kenne, die hier eigentlich schon ausgestellt haben. Und ich habe halt angefangen, mal rumzufragen, wer von euch hat Lust, hier mitzumachen. Ich glaube, es waren alle ganz, ganz schnell begeistert und haben hier wirklich fleißig auch Hand angelegt und sich wirklich Kopf gemacht, wie wir das hier umsetzen können. Auch unter dem Aspekt, dass wir hier wirklich die Sicherheit der Leute gewährleisten können, dass hier nichts passiert. Genau, wenn man draußen sehen kann, du hast da Hygienemaßnahmen und Masken kann man kaufen, genau. Wer möchte. Und so, dass man die Sache auch durchaus berücksichtigt hat. Ja. Die Menschen freuen sich, dass sie jetzt wieder raus können. Am 1. Juni ist ja heute der 1. Juni und man sieht über viele Fahrräder, Motorräder und viele Interessierte, die auch hier auf dem Feldweg in Fährberg. Das ist ja mehr Fährberg. Ja, oder das ist die Traracher Seite. Also da sind die Fährberger und die Traracher sehr genau. Ja. Das hier ist die Traracher Seite. Also die auch gerne mit dem Fahrrad auf der Traracher Seite fahren jetzt und ob die sich bewegen dürfen und dann hier auch Zwischenstopp machen, um mal die schönen Bilder anzugucken. Ja. Die auch, wie wir sehen werden, sehr farbig sind und sehr bunt gestaltet. Aber es ist ja schon eine verrückte Idee, sein eigenes privates Haus zur Verfügung zu stellen. Danke dafür erstmal, auch im Namen der Stadt Krefeld, wenn ich es so sagen darf, aus der Ferne. Welche weiteren Gedanken wolltest du noch dazu sagen? Nein, ich glaube, in dem Moment, wo ich das ins Leben gerufen habe, haben die Künstler hier so ein bisschen dann die Vorherrschaft übernommen, so wie das bei mir eigentlich immer ist. Ich kuratiere nicht, ich mische mich da nicht ein. Alles, was technisch möglich ist, können die hier ganz frei gestalten. Und in dem Zug ist es eigentlich jetzt besser, mal einen der Künstler anzusprechen, wie dann eigentlich das ganze Projekt wirklich umgesetzt worden ist. Wunderbare Idee, wie ich persönlich finde, wie viele andere natürlich auch finden, die das beobachten von außen oder schon mal gesehen haben. Eine weitere Frage ist, die Künstler selber können ihre Bilder verkaufen, müssen die was bezahlen dafür, dass sie ihre Bilder hier aufhängen dürfen? Nein, nein. Also das ist hier keine klassische Galerie. Also es läuft ja auch schon keine klassische Galeriehängung hier. Und keiner dieser Künstler muss hier irgendetwas abführen. Die müssen eine schöne Kunst hier hinbringen, gute Laune und natürlich eine ganze Menge Engagement, weil niemand nimmt denen hier die Arbeit ab, Bilder aufzuhängen. Das müssen die alles selber machen. Heißt, morgens früh aufbauen, abends runter, nächsten Morgen wieder aufbauen, ja. Abends wieder runter. Die haben zu tun, ja. So, wo du das sagst, das haben wir dann auch in einem kleinen Kurzfilm noch gezeigt. In der Timelapse kann man also sehen, wie die Bilder ja dann an die Wand gemacht, befestigt werden oder schon vorbefestigt wurden. Das ist ja schon
einen Tag her und dann wurden die abends wieder abgebaut, ist richtig? Genau. Damit da kein Bild kaputt geht und am nächsten Tag wieder aufgehängt. Das können wir gleich in einem kleinen Kurzfilm sehen, wie das so vonstatten gegangen ist. Und das ist sehr spannend, was ja auch die deine Fassade angeht. Sowas hat ja kaum einer in Deutschland gemacht, glaube ich. Und von da sage ich nochmal Dankeschön. Und wenn du noch was sagen möchtest, dann an deine Fans, an deine Da geht's gar nicht drum. Es geht jetzt um die Künstler. Es geht jetzt um die Künstler. Ja, ja, dann sage ich mal vielen herzlichen Dank. Und wir werden jetzt den künstlerischen Leiter dazu nochmal interviewen. Und er kann dann mehr zu den Bildern sagen. Und dann danke ich bedanke mich bei der Anja nochmal fürs Interview. Herzlichen Dank und dann geht's gleich weiter. Hier haben wir jetzt den künstlerischen Leiter der Ausstellung mit dem Namen? Sunshine Art Gallery. Wenn du dich kurz vorstellen würdest, bitte. Ich bin einer der 10 Künstler. Mein Name ist Robert Schmitz, alias Bob Valley. Und wir haben hier die Ausstellung zusammen ausgerichtet. Wunderbar. Kannst du was zu den einzelnen Künstlern sagen? Ist das eine Künstlergruppe? Wir sind keine feste Künstlergruppe. Das heißt, Anja Heidenheim hat das Künstlerensemble praktisch zusammengestellt, hat rundgefragt und die Leute, die jetzt hier ausstellen, haben sich dazu bereit erklärt, zusammen halt diese Ausstellung mit ihr zu machen. Vielen Dank. Welche Art von Bildern handelt es sich im Wesentlichen? Sind gemalte Bilder? Es ist eine vielseitige Zusammenkunft von Bildern. Von psychedelischen Bildern, von Aquarellen, von Fotografien, als auch jetzt Pop-Art-artige Bilder, als auch Porträtbilder. Also ein sehr breites Spektrum wurde hier praktisch präsentiert. Jetzt machst du ja selber auch Bilder. Was machst du für Bilder? Meine Bilder nenne ich zunächst einmal ganz einfach bunte Bilder. Man könnte zu meinen Bildern aber auch Pop-Art-Bilder sagen. Sind aber keine nicht wirklich Pop-Art-Bilder, weil die meisten Pop-Art-Bilder mit einer Outline gezeichnet sind oder gemalt sind. Wo kann man dir die Bilder sonst noch sehen, außer heute in dieser besonderen Ausstellung?
Meine Bilder kann man zum Beispiel auch bei YouTube aufrufen, indem man da den Namen nennt, Bob Valley Gallery. Okay, und da gibt es ja noch viele andere Künstler. Seid ihr in einer Gruppe verbunden? Gibt es verschiedene Künstlergruppen hier in Krefeld? Es kommt ab und zu vor, dass wir bei verschiedenen Projekten halt immer wieder zusammenarbeiten, wie zum Beispiel bei den 21 Monkeys oder zum Beispiel auch in dem Atelier 35 Blumen ist alles schon vorgekommen, dass wir uns da wieder begegnet sind und wieder zusammenarbeiten. Und das sind alles Krefelder Gruppen im Wesentlichen, oder sind nur Menschen aus der Republik hier an Bord gekommen heute? In diesem Fall sind jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, ausschließlich Leute aus Krefeld zugange. Vielen Dank. Das ist natürlich auch eine Menge Arbeit, wie wir ja schon gesehen haben oder später noch sehen werden. Was hältst du denn von deiner Meinung zu dieser Idee allgemein, auf einer Hauswand von außen die Kunst zu zeigen? Ja, das hat Spaß gemacht. Ich mache also gerne außergewöhnliche Projekte, wo Kunst ganz anders präsentiert wird. Und dies ist halt ganz einfach in dem Zusammenhang auch mit dem Covid-19 Krise praktisch eine andere Art der Kunstdarstellung, praktisch die Ausstellung auch als Sightseeing-Projekt für andere zu ermöglichen, ja, und auch mit denen zu teilen. Und dir persönlich geht das, wie ist deine Meinung zu Krefeld, zur Kunst, sag ich mal, zum weiteren Fortkommen deiner eigenen Kunst? Kann man die Bilder kaufen? Gibt es da Möglichkeiten? Sicherlich kann man die Bilder auch kaufen, aber das steht hier nicht so, also bei dieser Ausstellung auch nicht so sehr im Vordergrund. Es geht hier mehr um das Erlebnis, um den gemeinsamen Spaß unter den Künstlern als auch mit den Leuten, die hier vorbeikommen, sich auszutauschen und Resonanz zu schöpfen und ganz einfach dadurch auch bekannter zu werden. Ja, vielen Dank. Wenn du noch einen letzten Satz, eine Überlegung, die ich hier nicht gefragt habe, noch mitteilen möchtest, kannst du das jetzt machen? Ich kann nur sagen, wenn ihr nochmal Sunshine Art Gallery in der Zeitung lesen solltet oder irgendwo anders, dann kommt doch einfach vorbei. Es ist bestimmt immer wieder ein andersartiges Erlebnis. Ja, vielen Dank. Ich denke mal, jetzt haben wir das Gröbste gesagt und fahren dann fort. Vielleicht fällt uns noch was ein, dann schneide ich es raus.